Die erste Mondlandung ist jetzt schon 50 Jahre her und trotzdem sind Verschwörungstheorien darüber, dass die Mondlandung gefaked war, populär wie nie. In diesem Video werden wir einige der gängigsten Argumente der Verschwörungstheoretiker entkräften. Also bleibt dran und abonniert AstroComics TV, um auch die zukünftigen Videos nicht mehr zu verpassen. Herzlich willkommen! Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit. Das waren Neil Armstrongs legendäre Worte, als er aus der Landefähre stieg und als erster Mensch überhaupt seine Füße auf den Mond setzte. Und das soll alles gefaked gewesen sein, das behaupten immer mehr Verschwörungstheoretiker. Überraschenderweise ist die These, dass die erste Mondlandung ein Fake war, heute populärer als damals im Jahre 1969, als sie stattfand. Warum ist das so? Man hat das Gefühl, dass viele Leute grundsätzlich das Bedürfnis haben, die Wissenschaft in Frage zu stellen, egal ob es um die Kugelgestalt der Erde geht oder um Impfungen oder eben um die Mondlandung. Dabei sind die Argumente der Verschwörungstheoretiker nicht besonders gut. In diesem Video schauen wir uns mal vier davon an und nehmen sie auseinander. Das erste Argument, warum die Mondlandung nicht echt gewesen sein kann, angeblich: die Flagge, die amerikanische Flagge, weht. Wie kann das sein, wenn es auf dem Mond keinen Wind gibt? Das ist nicht allzu kompliziert. Ich glaube, ihr könnt euch denken, die Flagge hatte eine Querstrebe und an der hängt das Stoffmaterial. Es wäre schon ziemlich dämlich gewesen, von der NASA eine Mission zum Mond zu planen, mit allem drum und mit allem, was dazugehört, und dann vergessen, eine Querstrebe in die Flagge einzubauen, sodass die Flagge nicht wehen kann. Also das wäre total bescheuert. Man sieht auf manchen Aufnahmen, wie die Flagge ein bisschen, oder der Stoff ein bisschen, ja, vibriert, sich ein bisschen bewegt. Sieht so aus, als gäbe es da eine Brise. Das kann natürlich nicht sein. Auf dem Mond gibt es kein Wetter in dem Sinne. Auf dem Mond gibt es keinen Wind. Aber durch das Reinstecken der Flagge ist eine Vibration entstanden, die den Stoff dann eben dazu bringt, sich zu bewegen. Da auf dem Mond auch eine geringere Gravitation als auf der Erde herrscht, eine geringere Schwerkraft, hält diese Vibration wesentlich länger an, sodass die Flagge also einige Zeit in Bewegung blieb. So, das heißt, die Flagge weht, weil es eine Querstrebe gab und die Vibration des Reinsteckens. Zweites Argument der Verschwörungstheoretiker: wie können die Fußspuren der Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin im Mondstaub haften bleiben? Ja, Mondlandungsskeptiker behaupten, dass der Mondboden noch extremst trocken sein muss. Wie kann in so einem trockenen Boden ein Fußabdruck zu sehen sein? Die Antwort hat was mit der Beschaffenheit des Mondstaubs zu tun. Man nennt diesen Mondstaub übrigens mit dem Fachbegriff Regolith. Klingt so ein bisschen wie so eine finnische Metalband oder so, aber es ist der Fachbegriff für Mondstaub. Und man muss ja bedenken, dass dieser Mondstaub nie durch Wind und Wasser abgeschliffen wurde. Wenn man zum Beispiel auf der Erde am Strand entlang geht, im Sand, merkt man, im Sand ist es sehr schwer, im trockenen Sand, sehr schwer, einen Fußabdruck zu hinterlassen, denn diese Sandkörner sind extremst abgeschliffen durch Wind und Wetter. Der Mondstaub ist noch super kantig, also wenn man ihn unter dem Mikroskop beobachtet, weil er nie abgeschliffen wurde. Solche kantigen Steine verkanten und verhaften sich natürlich viel einfacher ineinander. Regolith ist also perfekt dafür, um Abdrücke zu hinterlassen. Da es auf dem Mond kein Wetter gibt, sind die Abdrücke übrigens auch heute noch zu sehen, von allen Mondlandungen. Es gab ja nicht nur eine. Das heißt, man müsste eigentlich die Mondlandungsverschwörungstheoretiker nur mal hoch zum Mond schicken, dann würden sie dort noch die Fußabdrücke vorfinden, einige Mondfahrzeuge, die dort zurückgelassen würden, und die amerikanischen Flaggen, die allerdings durch die Weltraumstrahlung mittlerweile verblasst sind. Argument Nummer 3 der Verschwörungstheoretiker: man sieht bei den Aufnahmen der Mondlandung keine Sterne. Demnach handelt es sich gar nicht um den echten Himmel, sondern wahrscheinlich um die Decke eines Studios. Dass das in sich schon schwachsinnig ist, finde ich irgendwie relativ offensichtlich, denn angenommen, man sähe in der Realität bei diesen Aufnahmen Sterne auf dem Mond und die NASA hätte das Ganze nachbilden wollen, dann wäre es doch ein leichtes gewesen, im Studio Sterne an die Decke zu projizieren. Also überhaupt kein Problem, aber man sieht eben keine Sterne, weil es echt ist. Denn die Mondoberfläche ist super hell. Der Stein ist sehr hell, der Staub ist sehr hell, das Sonnenlicht prallt auf die Mondoberfläche, denn die Astronauten waren an einem Mondtag dort. Und man kann bei den Kameras nur eine ganz kurze Belichtung verwenden, um überhaupt was zu sehen. Ansonsten wären alle Filmaufnahmen extremst überbelichtet. Bei einer so kurzen Belichtung kann man aber im Gegensatz zu der hellen Mondoberfläche die ganz leicht funkelnden Sterne nicht sehen. Jeder, der das mal auf der Erde probiert, solche guten Video- und Fotoaufnahmen wie bei der Mondlandung nachts hinzukriegen, der wird sehen, da sieht man auch keine Sterne. Man muss sich schon entscheiden. Entweder man sieht den Vordergrund besonders gut oder man sieht die Sterne. Im Kontrast mit der sehr hellen Mondoberfläche führt das eben dazu, dass man gar keine Sterne sieht. Völlig normal.
Argument Nummer 4 der Verschwörungstheoretiker: Die Hüpfer der Apollo-Astronauten sind zu niedrig. Die Schwerkraft auf dem Mond beträgt nur ein Sechstel der irdischen Schwerkraft. Das heißt, in der Theorie müsste man dort ziemlich hoch springen können. Ist logisch, denn der Mond ist wesentlich leichter als die Erde. Jetzt sagen die Verschwörungstheoretiker: Schaut euch mal das Videomaterial an, die Astronauten hüpfen nicht besonders hoch. Und wie auch, denn das Ganze ist ja im Studio gedreht und fehlende Schwerkraft kann man nicht nachbilden. Soweit so gut. Jetzt kann man aber sich leicht vorstellen, dass es in einem Raumanzug nicht so besonders leicht ist zu hüpfen. So ein Raumanzug, wie ihn die Apollo-Astronauten damals verwendet haben, wiegt 85 Kilo. Stellt euch mal vor, ihr habt zu eurem eigenen Gewicht nochmal 85 Kilo drauf. Das heißt, wenn die Astronauten mit diesem Anzug auf der Erde rumgelaufen sind, konnten sie überhaupt nicht springen. Der Grund, dass sie überhaupt so hoch springen konnten in diesem superschweren Anzug, ist die niedrige Schwerkraft des Mondes. Das heißt, die Tatsache, dass sie springen können, ist ein Beweis dafür, dass die Mondlandung nicht gefaked war. Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Verschwörungstheorien hinsichtlich der Mondlandung völliger Unfug sind. Viele Mondlandungsverschwörungstheoretiker wissen noch nicht mal, dass es ja mehrere Mondlandungen gab. Das heißt, wenn ihr mal einem begegnet, fragt erstmal, welche Mondlandung soll angeblich gefaked gewesen sein? Und wenn diejenigen dann schon nicht wissen, dass es mehrere gab, dann können wir das Gespräch auch direkt beenden. Ein gutes allgemeines Argument, warum das Schwachsinn ist, ist, dass damals bei der Mondlandung hunderttausende Mitarbeiter der NASA und Dienstleistern beteiligt waren. Man kann zwar einen Mensch zum Schweigen bringen, aber nicht für immer alle. Das heißt, wenn die Mondlandung ein Fake gewesen wäre, hätten sich schon längst dutzende Leute geäußert. Die ersten, die es angeprangert hätten, wären die Sowjets gewesen. Damals gab es das Space Race, das Weltraumwettrennen zwischen Amerikanern und Sowjets. Und die größten Konkurrenten der Amerikaner hätten natürlich sofort darauf hingewiesen, wenn es gefaked gewesen wäre, haben sie nie getan. Es gibt noch tausende weitere Argumente der Verschwörungstheoretiker und natürlich noch tausend gute Antworten auf jedes davon. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch ein weiteres Video zu dem Thema wünscht, dann mache ich gerne noch eins und entkräfte weitere Argumente. Falls ihr euch darüber fortbilden wollt, wie der Mond entstanden ist und was das Ganze mit der Erde zu tun hat, schaut euch dieses Video von Neugierzone an. Sind Mond und Erde dasselbe? Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!